Shared.com. Dateien einfach teilen, synchronisieren, up- und downloaden. Foreshared ist ein Online-Speicher zum Teilen, Synchronisieren, Up- und Downloaden von Dateien. Im kostenlosen Betrieb stehen derzeit jedem Anwender 10 GB freier Speicherplatz zur Verfügung. Diesen Speicherplatz können Sie nutzen, um beispielsweise eine Datensicherung Ihres Computers anzulegen oder um Dateien mit Freunden auszutauschen. Foreshared erreichen Sie über die Webadresse www.foreshared.com. Damit Sie Foreshared uneingeschränkt nutzen können, sollten Sie eine Registrierung vornehmen. Sie können zwar Dateien auch ohne Registrierung hochladen, aber dann haben Sie viel weniger Möglichkeiten. Nach der Registrierung gelangen Sie sofort auf die Hauptoberfläche Ihres Foreshared-Accounts. Nach einem kurzen Dankeschön haben Sie die Möglichkeit, das Desktop-Programm von Foreshared zu installieren. Dieses hilft Ihnen beim Verwalten Ihrer Dateien in Ihrem Foreshared-Account und ermöglicht schnelle Up- und Downloads von Ihrem Desktop-PC. In unserem Fall bestätigen wir die Meldung mit Ja, kopieren den Link der hochgeladenen Datei und laden das Programm mit Speichern auf unseren Computer herunter. In Ihrem Foreshared-Account können Sie auch Ordner anlegen, um Ihre Uploads besser organisieren zu können. Einen Ordner öffnen Sie durch einen einfachen Klick auf den entsprechenden Link. Neue Dateien laden Sie über die Schaltfläche Hochladen auf Ihren Account. Wählen Sie die gewünschte Datei von Ihrem Computer und laden Sie diese auf Foreshared. Bestätigen Sie schließlich mit Erledigt. Den Link zu einem freigegebenen Ordner, in unserem Fall den zuvor erstellten Ordner Uploads, finden Sie in der rechten oberen Ecke. Wenn Sie in das Feld klicken, haben Sie die Möglichkeit, entweder einen Simple View Link oder einen Advanced View Link auszugeben. Ersterer hat nur Zugriff auf diesen einen Ordner, ein Advanced View Link hingegen gewährt auch Zugriff auf etwaige Unterordner. Über die Schaltfläche Link teilen Sie den Link zum entsprechenden Ordner ganz einfach per E-Mail, Facebook, Twitter und Co. Wir entscheiden uns, den Link per E-Mail zu teilen. Wir schreiben eine Nachricht und geben die Empfängeradresse ein. Mit Schicken versenden wir die E-Mail mit der Ordnerfreigabe an den Empfänger. Ihren Foreshared-Account können Sie auch über diverse Programme einfacher und besser nutzen. Diese Programme verstecken sich hinter dem Link Foreshared Tools. Es stehen folgende Programme zum Download zur Verfügung. Foreshared Desktop, mit dem Sie Ihre Dateien schnell und einfach auf Ihren Foreshared-Account hochladen bzw. von diesem herunterladen können. Dann Foreshared Sync. Ein Synchronisationstool, mit dem Sie bestimmte Ordner auf Ihrem PC mit Ihrem Foreshared-Account abgleichen können. Außerdem Foreshared Mobile, mit dem Sie Zugriff auf Ihren Account über ein Android, BlackBerry oder Symbian Smartphone erhalten. Und die Android-App Foreshared Music, mit der Sie über Ihr Android-Smartphone Zugriff auf Ihre bei Foreshared gespeicherten Musiktitel haben. Wir gehen auf die Anwendung Foreshared Desktop näher ein. Laden Sie das Programm über den Button Herunterladen auf Ihren Computer herunter und installieren Sie es. Nach der Installation starten Sie die Anwendung. Da Sie schon einen Account haben, wählen Sie Sich einloggen, geben im nächsten Schritt Ihre Login-Daten an und melden sich über die Schaltfläche Login bei Foreshared Desktop an. Den Willkommensgruß klicken Sie über das X rechts oben weg. Auch den Synchronisationsordner minimieren Sie vorerst. Möchten Sie eine Datei mit dem Programm hochladen, aktivieren Sie den Link Wählen Sie Dateien und wählen die entsprechende Datei von Ihrem Computer aus. Mit Upload laden Sie die Datei schließlich auf den Server. Der Download von Dateien funktioniert ebenso einfach. Dazu klicken Sie im oberen Fenster einfach die gewünschte Datei an und laden diese mit der grünen Pfeilschaltfläche auf Ihren Computer herunter. Möchten Sie den Download-Link der ausgewählten Datei erfahren, weil Sie diesen beispielsweise einem Freund zukommen lassen wollen, dann aktivieren Sie die Link-Schaltfläche. Im ersten Register finden Sie den Direktlink zur Datei. Möchten Sie den Link beispielsweise in eine Webseite oder einen Blog einbinden, sind Sie mit dem HTML-Code besser beraten. Wollen Sie den Link in einem Forum posten, verwenden Sie den Link aus dem dritten Register. Sie sehen, Foreshared ist ein nützlicher Dienst zum Teilen und Versenden von Dateien an Freunde und Bekannte.
Der Dienst bietet darüber hinaus durch die zahlreichen Zugangsmöglichkeiten über Computer oder Smartphone äußerst große Flexibilität beim Verwalten der hochgeladenen Dateien.